Das Leben wollte uns nicht perfekt machen. Wer perfekt ist, gehört ins Museum. Bescheidenheit und Gewissenhaftigkeit werden nur in Romanen belohnt. Im Leben werden sie ausgenutzt und dann beiseite geschoben. Manche Menschen glauben an Engel und manche sind wirklich Engel. So wie Erich Maria Remarque, der Aufzeichnungsengel des Großen Krieges. Hören Sie sich seine Zitate an und lassen Sie sich inspirieren, zu leben und zu lieben. Vergessen ist das Geheimnis der ewigen Jugend. Man wird nur durch die Erinnerung alt. Es wird viel zu wenig vergessen. Es ist keine Schande, dumm geboren zu werden, nur um dumm zu sterben. Wer halten will, er verliert. Wer bereit ist, mit einem Lächeln loszulassen, sie versuchen, ihn zu halten. Je primitiver ein Mensch ist, desto höher ist seine Meinung von sich selbst. Die erste Person, an die du morgens denkst, und die letzte Person, an die du abends denkst, ist entweder die Ursache deines Glücks oder die Ursache deines Schmerzes. Ich fühle mich, als wäre ich unter Menschen, die ewig leben werden. So verhalten. Sie sind so mit Geld beschäftigt, dass sie das Leben vergessen haben. Wenn sie zu viel bezahlen, verlieren sie etwas Geld. Das ist alles. Die beste Art, eine Frau zu verlieren, war, ihr eine Art von Leben zu zeigen, das man ihr nur für ein paar Tage bieten konnte. Du kannst dich in einen Erzengel, einen Narren oder einen Verbrecher verwandeln. Niemand wird es sehen. Aber wenn ein Knopf fehlt, das sieht jeder. Mache nie etwas Kompliziertes, wenn etwas Einfaches genauso gut ist. Das ist eines der wichtigsten Geheimnisse des Lebens. Ein Mensch wird erst dann geschätzt, wenn er nicht mehr da ist. Es ist besser zu sterben, wenn ich leben will, als zu leben, bevor man sterben will. Wenn eine Frau jemand anderem gehört, ist sie fünfmal begehrenswerter als eine, die man bekommen kann, eine alte. Seltsam, wie kompliziert wir die Dinge machen können, nur um nicht zu zeigen, was wir fühlen. Was auch immer dir passiert, nimm es nie persönlich. Nichts auf dieser Welt ist so wichtig. Ich stand neben ihr, hörte ihr zu, lachte und dachte, wie schrecklich es ist, eine Frau zu lieben und arm zu sein. Erst wenn man sich endlich von einem Menschen trennt, beginnt man, sich wirklich für alles zu interessieren, was ihn betrifft. Das ist eines der Paradoxa der Liebe. Es ist ein Fehler anzunehmen, dass alle Menschen die gleiche Fähigkeit zum Fühlen haben. Ein Mensch ist immer groß in seinen Absichten, aber nicht in ihrer Erfüllung. Darin liegt seine Faszination. Es gibt nichts Ermüdenderes, als zu beobachten, wie ein Mensch seinen Verstand unter Beweis stellt. Vor allem, wenn es keinen Verstand gibt. Eine Person kann Ihnen in 3 Tagen nahe kommen. Und derjenige, der jahrelang neben dir lebt, wird vielleicht nie wissen, was deine Lieblingsfarbe ist. Frauen müssen nichts erklären. Man muss immer mit ihnen handeln.
Eine Frau sollte einem Mann nicht sagen, dass sie ihn liebt. Lass ihre leuchtenden, glücklichen Augen darüber sprechen. Sie sind beredter als alle Worte. Nur ein kompletter Idiot würde mit einer Frau diskutieren und an ihre Logik appellieren. Nicht wenige Menschen leiden unter Einsamkeit. Verliebt sein, das ist, wenn man mit jemandem alt werden will. Es ist nur schrecklich, nichts zu haben, auf das man warten kann. Es ist sehr merkwürdig, dass das Unglück der Welt so oft von kleinen Männern verursacht wird. Wir sind verlassen wie Kinder und erfahren wie alte Leute. Wir sind roh und traurig und oberflächlich. Ich glaube, wir sind verloren. Halte die Dinge auf Abstand. Wenn du etwas zu nahe an dich heranlässt, willst du es festhalten. Und es gibt nichts, woran ein Mensch sich festhalten kann. Das Leben ist eine Krankheit und der Tod beginnt bereits bei der Geburt. Jeder Atemzug, jeder Herzschlag ist ein Moment des Sterbens, ein kleiner Schubs in Richtung Ende. Wir haben so viel zu sagen und wir werden es niemals sagen. Bombardierung, Sperrfeuer, Sperrfeuer, Minen, Gas, Panzer, Maschinengewehre, Handgranaten, Worte, Worte. Aber sie enthalten das Grauen der Welt. Es war ein melancholisches Geheimnis, dass die Realität zwar Wünsche wecken, aber niemals befriedigen kann. In der Schule hat uns niemand beigebracht, wie man sich im Regen eine Zigarette anzündet oder wie man mit nassem Holz Feuer macht oder dass man sich ein Bajonett am besten in den Bauch steckt, weil es sich dort nicht verklemmt wie in den Rippen. Frauen wollen finanziell unabhängig sein, tun aber wenig dafür. Unser Wissen über das Leben ist auf den Tod beschränkt. Jeder rettet mindestens einmal jemanden, genauso wie er mindestens einmal jemanden tötet, auch wenn er es vielleicht nicht weiß. Wenn eine Frau wütend ist, bedeutet das, dass sie nicht nur im Unrecht ist, sondern es auch weiß. Kein Soldat überlebt 1000 Chancen, aber jeder Soldat glaubt an den Zufall und vertraut auf sein Glück. Eine Frau wird klüger, wenn sie verliebt ist, während ein Mann den Verstand verliert. Welch ein Trost liegt in der Haut eines geliebten Menschen. Gut oder schlecht, das Leben ist Leben. Das merkt man erst, wenn man es riskieren muss. Wer viele Frauen hat, kennt die Frauen. Wer eine Frau hat, kennt die Liebe. Ein Freund, der hinten steht, ist schlimmer als ein Feind, der vorne steht. Wenn ein Mann mit 30 noch nicht verheiratet ist, bedeutet das, dass er noch nicht gezwungen wurde, zu heiraten. Männer heiraten nicht, weil sie heiraten wollen, sondern weil Frauen heiraten wollen. Die Dinge, die Männer taten oder fühlten, dass sie tun mussten. Liebe sollte nicht mit Freundschaft verunreinigt werden.
Niemand kann dir fremder werden als der Mensch, den du einst geliebt hast. Der Mensch ist ein viel schlimmeres Gift als Schnaps oder Tabak.